Winterstille in der Gärtnerei. Das Weihnachtsgeschäft ist längst vorbei. Zeit für den Gärtner, sich in den Winterschlaf zu legen. Mitnichten. Bis zum Horizont unterm Glasdach grünt das Glück. Und damit haben die Kollegen hier alle Hände voll zu tun. Kurz vor Silvester ist für Oxalis Tetraphylla die Zeit gekommen, besser bekannt als Glücksklee. Im Gärtnereibetrieb Felgentreu, 40 Kilometer südlich von Berlin, gleich in 70.000 Töpfen. Es ist schön, wenn man auf eine Silvesterfeier geht, so einen kleinen Topf mitzunehmen. Die vier blättrigen Blätter finde ich auch sehr schön. Und jetzt fängt der an zu wachsen und will Platz. Deswegen stellen wir die Töpfe auseinander im Dreiecksverband, 18 Reihen auf den Tisch. Und so bleibt er dann stehen bis zum Verkauf. Das heißt für die Gärtnereimitarbeiter auch, Weihnachten wird durchgearbeitet. Es soll schon vorgekommen sein, dass deshalb Gärtner den Glücksklee verflucht haben, aber das erzählt man sich nur hinter vorgehaltener Hand. Glücksklee-Inspektor Döring wacht darüber, dass hier nur 1A-Qualität das Gewächshaus verlässt. Wir garantieren die Vierblättrigkeit. Also wir haben noch keine gesehen, der was fünfblättrig ist oder dreiblättrig. Das ist so gezüchtet und das haut doch hin. Und so funktioniert Gärtnern, wenn es das Glück pünktlich zum Jahreswechsel bringen soll. Ende Oktober kommen etwa 20 Zwiebelchen in einen Topf, gefüllt mit Torferde. Für besseren Halt wird der Topf bis zum Rand mit feinem Sand aufgefüllt. Nach etwa 2 Wochen keimt der Klee. 10 Tage später entfalten sich die ersten Kleeblättchen. Noch weitere 14 Tage bei Temperaturen unter 10 Grad und der Glücksbringer steht zu Silvester in vollem Wuchs. Für Gärtnereichef Jörg Kirstein ist Pünktlichkeit oberstes Gebot. Glücksklee ist ausschließlich ein Neujahrsgeschäft. Länger als eine Woche läuft der Absatz nicht. Wie viel brauchst du vom Glücksklee oben? Ja. 2.000-3.000 Stück? Okay, kann man machen, das ist kein Problem. Ja, zu Anfang hatten wir wenige Stückzahlen gemacht, da war es mal ausprobieren, aber mittlerweile hat es sich zur wirtschaftlichen Säule für den Betrieb entwickelt und wir können uns nicht mehr vorstellen, darauf verzichten zu wollen. Die zumeist Berliner Kunden bekommen ihren Glücksklee nicht nur in Tütchen, sondern auch mit Schornsteinfeger, falls einmal die glückbringende Wirkung des Klees allein nicht ausreichen sollte. Doch daran hat zumindest der Chefinspektor keinen Zweifel, ihm hat der Glücksklee schon geholfen. Ich bin glücklich, ich bin gesund, habe eine glückliche Familie und ist alles soweit in Ordnung. Wer was Bunteres sucht, findet sein Glück vielleicht im Alpenveilchen. Nach wie vor der Renner im winterlichen Gärtnereibetrieb. Stiefmütterchen stehen bereit, um den ruhigsten Monat, den Januar, mit Arbeit zu füllen. Insofern ist der Glücksklee eine Art krönender Abschluss im Gärtnerjahr. Mit hoffentlich ertragreichen Verheißungen.